So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zu, was denn das, 7 Days to Die, ja, fast 10 Days to Die. Ich habe mir ein paar Tage extra gegönnt, weil ich sehr langsam bin und cozy unterwegs und auch gern entdecke und mich auch gern erschrecke und von Hunden über die Karte jagen lasse. Ihr werdet das alles hoffentlich erleben, je nachdem wie gut die Karte ist. Geht schnell zu Ende oder auch nicht. Ich bin gespannt. Ich habe privat angefangen und einen sehr guten Spielstand erwischt mit 2 Städten. Leider ein bisschen zu weit weg oder ich habe zu weit gebaut. Ich habe ein paar Sachen gelernt. Ob die gut oder schlecht sind, wird sich zeigen. Und ja, ich würde sagen mal einfach rein, wenn man so 45 Minütchen runden, 40 Minuten mal gucken. Je nachdem, was gerade los ist, können wir das ja anders machen. Und ich würde sagen, wir erscheinen bei den Zombies und gruseln uns. Ich habe echt schon jetzt Schiss und ich bin super langsam, erschreck mich und verjag dann den wichtigen, entscheidenden Schlag. Umgebung wird erstellt. Da sind wir. Frisch geboren. Ach du Scheiße. Ja, okay. Also einen schlechteren Startpunkt hätte ich, glaube ich, nicht kriegen können. Achso, wie war das? Also das System ist zum Beispiel auch total plemplem. Oh, sehr laut, oder? Ich mache einen Ticken leiser. Ein Ticken leiser, Umgebungslautstärke. Obwohl man dann die Zombies vielleicht nicht hört. Warte mal, Voice Chat, bla bla, Gesamtlautstärke. Nee, passt eigentlich, oder? Ein bisschen leiser. Oh. Ja, wir müssen erstmal Gräser schlagen. Und ich bin jemand, ich schlage sehr gerne zu viel Sachen erstmal weg, obwohl ich das gar nicht brauche. Bis ich erstmal genug habe, obwohl ich mit anderen Sachen vielleicht schon schneller mehr kriegen könnte, nicht wahr? Aber wir lassen uns halt gerne Zeit. Ja, Vogelnester, sehr wichtig. Wer das Spiel nicht kennt, damit kann man später Pfeile machen. Und den Müll durchsuchen kann auch gut und schlecht sein. Zum einen müllt es das Inventar zu, zum anderen können aber wichtige Dinge drin sein. Wie Klebeband, wow. Also im letzten Spielstand, den ich gespielt habe, habe ich Klebeband erst nach X Zeit gefunden. Also ich habe es dann irgendwann selber hergestellt. So, was will er von uns? Er will, dass wir Tabulator und eine Steinaxt fertigen. Die setzen wir auch gleich mal auf Favoriten. Und mit der können wir nämlich noch ein bisschen schöner Sachen machen und wie Steine abbauen. Und wir brauchen viel Steine. Aber ich muss sagen, generell sind die Animationen schon ein bisschen smoother und besser als früher. Aber grundsätzlich hätte man wahrscheinlich noch mehr rausholen können über die Jahre. Ich finde gut, dass sie es rausgebracht haben, nicht? Da kann man dann auf jeden Fall, ja, neu anfangen, sag ich mal. Irgendwann ist jede Technologie am Ende. Ja, und das verbranntes Biom, das gefällt mir so ganz und gar nicht. Da will ich eigentlich auch gar nicht in die Richtung hin. Das heißt, wir werden einfach in die andere Richtung laufen und gucken, was uns da erwartet. Ob uns da was erwartet. Ich könnte auch ins Haus gehen. Da ist eine Stadt, nicht? So, primitives Outfit. Ah, da ist es schon. Das finde ich gut, dass es hier jetzt immer gleich von den Aufgaben oben ist, was man machen soll. Ein Holzknüppel. Oh, damit wir uns verteidigen können. Primitiver Bogen. Stimmt. So. Steinpfeile können wir uns schon 4 machen. Wow. Luxus. Und die setzen wir auch auf Favoriten. Achso, und jetzt sollen wir hier
einmal alles mit W bestätigen und haben dann das erfüllt. Und da vorne ist der Händler. Gute Arbeit, Überlebender. Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenzial in dir schlummert. Wir haben den nächstgelegenen Außenposten von White River auf deiner Karte markiert. Dort wirst du einen Händler finden, bei dem du im Ware kaufen, verkaufen und Geschichten mit einem unserer friedlichen Bürger austauschen kannst. Willkommen an Bord. So, jetzt ist so die Sache, wenn hier eine Stadt ist und der Händler da hinten, dann sind die Städte auch ungefähr wie im letzten Spielstand auseinander. Gut, der Händler muss nicht an der Stadt sein. Kann. Meistens. Oft. Vielleicht. Gut. Holz brauchen wir auf jeden Fall sehr viel. Wir brauchen nämlich ein paar Baublöcke. Ich mach mal gleich 60. Jetzt ist so die Frage, wir erkunden mal ein bisschen die Karte. Am Anfang haben wir ein bisschen mehr Zeit und Ruhe. Wir brauchen auch jetzt unbedingt, nicht Chrysanthemen, ja doch, unbedingt das. Also was am wichtigsten eigentlich zu bekommen ist und zu finden, ist Wasser. Ich hatte im letzten Spielstand echt eine Woche Probleme lang Wasser zu bekommen, also sauberes Wasser. Und da ich das Spiel nicht mehr kannte, hatte ich generell Probleme, in den ersten zwei Tagen überhaupt am Wasser zu kommen, bis ich die Mechanik verstanden habe. Ich weiß, der Händler liegt jetzt in eine andere Richtung. Immer mal wieder so ein bisschen alles anschlagen, an dem man vorbeiläuft. Da in meinem Vogelnest. Okay, aber das ist verbrannt alles. Oh, das ist kacke. Okay, dann gehen wir zu den Händler. Ich hoffe, das ist eine halbwegs passable Karte. Wenn die Karte scheiße ist, dann ist das echt blöd. Das letzte Haus, was ich hatte in meinem privaten Let's Play, wo ich das Spiel angetestet habe, ob das läuft, weil ich hatte oft Probleme mit der Performance und anderen Themen, das Spiel hat meinen Rechner gefreezed und komplett abstürzen lassen, ist jetzt nicht mehr passiert. Toi, 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 jetzt habe ich es gejinxt. Auf jeden Fall hatte ich da das perfekte Haus, das hatte schon Ausguck mit Licht und einer Balustrade oben dran. Also richtig gut, da muss ich nicht so viel umbauen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das werden wir natürlich jetzt nicht mehr haben, das Glück. Aber vielleicht finden wir andere Dinge. Bessere Dinge. Davor hatte ich eine Runde angefangen, die habe ich aber dann gleich ausgemacht, weil ich komplett versagt hatte. Da bin ich auf dem flachen Dach gewesen und ja, das ging ja gar nicht klar. Also keine Ahnung, was da kaputt war. Verschlossen. Camp Dukenhalf. Okay. Wir machen noch ein paar Bögen. Ein paar Steinpfeile. Okay, da sind die ersten. Da oben. Ah, ich bin so. Geht doch. Ich darf halt jetzt nicht mich überschätzen und denke, ich bin der Charakter aus meinem anderen Spielstand. Der kann mich schon wesentlich besser Bogen schießen und alles. Und wir lernen hier mal so Bücher kennen. Kein Geld für Samen, verbessere Fertigkeit zum Lernen von Samen. Verbessere medizinische Sachen. Die Bücher kann man immer gleich lernen. Man kann die natürlich auch gucken, ob man die braucht und dann verkaufen oder so, aber ist mir zu aufwendig. Ja, ansonsten looten wir hier die Sachen erstmal alle immer durch. Und müssen aber aufpassen, weil hinter jeder Ecke
Kann sich ein Zombini verbergen, so wie hier? Hinter sowas sind die doch ganz gerne. Ah, aber gut, der hat uns ja schon längst gehört. Sogar Munition und ein Knochenmesser. Also ich stehe auf jeden Fall jetzt schon besser da, als in meinem gesamten Spiel vorher. Die erste Woche. Da hatte ich gar kein Lootglück. Dass hier so gar nichts ist. Pilze? Oh, oh, da ist eine Hundehütte. Bedeutet Hundehütte zwangsläufig Hund? Ja. Bedeutet es. Ich sollte rennen. Ich wollte mich hochbauen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Oh, Hunde hasse ich. Oh, Hunde sind so scheiße in dem Spiel. Kommen die? Riechen die mich? Uhuhuhu. Okay, die Gegend werden wir meiden. Jetzt kommen sie aus allen Löchern gekraucht. Wow, wow, wow. Der Trick mit Rückwärtslaufen und die Hundeschlangen funktioniert auch nicht mehr so gut, muss ich sagen. Der hat mich im letzten Let's Play, oder nicht Let's Play, in meinem eigenen Spielstand fast ein Bein gekostet. Der hat sich da ziemlich verbissen, der Hund. Naja. Am besten ist es immer schleichend, die abzuschießen. Dann kriegt man auf jeden Fall einen fetten Schadensbonus, der ordentlich was ausmacht. Ah, das ist gut. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Wir gehen erstmal zum Händler. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, die ersten Aufgaben für den Händler direkt zu machen. Muss man nicht. Aber ich sag mal so, man kriegt oft Nahrung dadurch oder auch Wasser, was durchaus wichtig sein kann. Wir sollten uns auch, es ist schon 11 Uhr, zumindest ein Domizil überlegen, wo wir denn hinwollen. Hier ist doch sicher eine Krankenhausdame drin. Wie viel, bitte, Sachen habe ich denn jetzt schon gefunden? Wirklich, ich habe 5 Krankenwagen auseinandergenommen und da waren nur Lederfetzen im letzten Spielstand drin. Also ich habe echt Glück. Wir haben ein Pipe-Rohr gefunden. Wir sind ja Kinder des Glücks in diesem Spielstand. Wasser! Einfach im Einkaufskorb. Wirklich. Ich glaube, mein letzter Spielstand war einfach verflucht. Ich dachte, da stand Uwe, aber stand U-Move. Ja, ist jetzt nicht so die geile Stadt, an der ich bauen würde, nicht? Ich glaube, hier gibt es nicht so viel. Das ist eher so ein Dorf. Obwohl, nach da sind noch ein paar Häuser. Ja, wir sind echt schon überladen. Ja, da gibt es auch noch ein bisschen was.
Also richtig, dann kann doch auch da oben einfach sich was aufbauen oder so. Was war das? Ach so. Wenn man in die Nähe von so einem Quest kommt, werden die aktiviert. 3,5er Schaden. Oh, nicht so ein fetter. Ja, ja, ja. Den haben wir direkt erwischt. Sehr gut. So, schnell hier rauf. Und das Gute ist, beim Händler gibt es auch immer viele Sachen, die man sich besorgen kann. Leider nicht den Mais. Und der Händler hat mehr als einen Ausgang. Ich brauche irgendwo was, wo ich meine Sachen ablegen kann. Oh, hallo. Ja, wir sind voll. Wir haben sogar Antibiotikum gefunden. Glaubt ja nicht. Was ist das für ein krasser Spielstand? Ja, ja, jetzt hör mal auf, so laut zu sein. Andere Leute wollen hier vielleicht schlafen. Was ist das? Ach, Ölschiefer brauchen wir noch nicht. Na gut. Und dann mal rein zu ihm. Ich glaube, ich war selten so voll, wenn ich hier rein bin. Guten Tag, der Herr. Du hast dich geschickt. Nun wirst du deine Fähigkeit vorführen müssen. Schnapp dir eine Schaufel und nimm deine erste Quest an. Wir können keine Schaufel nehmen, weil wir voll sind. Ich zerstöre mal oder lass mal die Chrysanthemen hier fallen. So. My rules. You follow. Or you fuck off. Schien für 30. Im letzten Spielstand wird er 500 oder sowas dafür. Der Händler ist auf jeden Fall wesentlich besser. Der hat sogar einen Kochtopf. Mein anderer hatte keinen Kochtopf. Können wir irgendwas verkaufen? Also ich will ein paar Sachen auf jeden Fall erstmal loswerden. Aber ist eigentlich alles gut und wichtig. Ich habe nichts, was so, wo ich sagen würde, das brauche ich gar nicht. Vielleicht Pfeilspitze aus Eisen. Die kann man nur im Fünfer verkaufen. Ah, shit. Tja. Dann elektrische Teile vielleicht. Okay. Einführung, vergrabene Vorräte. Ja. Beleidigt uns eh nur die ganze Zeit. Da müssen wir nicht mit ihm reden. Ja, vergrabene Vorräte irgendwo. Und zwar irgendwo bedeutet da hinten. Schaufel haben wir bekommen. Ah, shit. Er hatte uns schon gesehen. Ja, manchmal gehen die echt wie durch die Pfeile. Oder ganz dicht dran vorbei. Ah, ja, das war vorbei. Das habe ich gesehen. Das... Der sieht auf jeden Fall hungrig aus. Und läuft jetzt vor allem schneller. Mein Gott. Ich darf nur nicht zu dicht da rankommen, weil dann muss ich sie ausgraben und ich habe nicht so viel Platz.
Na, sag ich mal. Geht doch. Ich glaube, kann ich eine... Ja, ich kann nicht mal eine Kiste fertigen, nicht? Kann ich die hier irgendwo... Nicht in dem Gebiet, nicht? Hier finden wir es auf jeden Fall wieder. Was können wir denn hier lassen? Sowas wie Samen. Nee, das brauchen wir. Das hier kann hier bleiben. So. Sind zwar alles wichtige Sachen. Grundsätzlich nicht, aber kosten auch Energie beim Laufen. Das brauchen wir vielleicht. Eier auf jeden Fall. Das kann weg. Das. Nee, Wasser gebe ich nicht außer Hand. Das kann hier bleiben, das. Was anderes deckt eh. Nee, so. Die Sachen sind wichtig, aber nicht so wichtig, dass ich sie unbedingt mitnehmen muss. Ich meine, die Quest ist auch gleich nebenan. Oh, man geht an die Quest. Drücken und schaufeln. Das Gute, man kriegt am Anfang ja eine Portion Essen und Wasser. Das heißt, so ein bisschen Vorlauf hat man. Aber er braucht echt 3 oder 4 Wassereinheiten am Tag. Und er braucht echt viel Nahrung. Aber es kommt auch, wenn man rennt, nicht? Man soll eigentlich nicht rennen. Das verbraucht wesentlich weniger Ausdauer, aber man fängt trotzdem immer mal wieder an, so einen kleinen Sprint einzulegen. Aber ich habe gemerkt, wenn man einmal aus dieser oder in so einer Falle ist, dass man wenig Ausdauer hat, kommt man schwer wieder raus. Also es war wirklich ein harter Kampf in meinem letzten Spielstand. Du näherst dich dem Schatz. Ja, will ich auch hoffen. Muss mal gucken. Manchmal kommen bei so einem Quest ein paar Überraschungsgäste, die man nicht möchte. Wir haben nicht genügend Ausdauer. Solange es keine Hunde sind, nicht wahr? Oder Schlangen. Schlangen auch übel. Und da ist der Schatz. Und was möchte sie? Hm. Nicht getroffen werden, ja. So, geht doch. Aber dafür hat der Spielstand echt wenig Vogelnester. In meinem letzten war manchmal 6, 7 Stück auf dem Haufen. Gut, dafür habe ich kein Wasser gefunden. Jetzt habe ich schon wenigstens einmal Wasser gefunden. Ah, hier sind wenigstens ein paar. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen tiefer in die Waldecke von der Stadt raus, damit das besser wird. Ich würde das Zeug auch erstmal da stehen lassen. Hey. Wrecked Feeds. Now that you did the job, I guess you so, Pistole, Stab, Schrotflint habe ich beim letzten Mal genommen. Die war gar nicht so gut. Maschinengewehr. Ich würde mal Gewehr nehmen. Und wir können gleich die nächste Aufgabe machen. Wir können was abholen. Die finde ich eigentlich mal ganz gut. 142 Meter. Finde ich perfekt. Word of advice. Next time, bathe before coming to a job interview. Ja. So, wir öffnen mal die Kiste.
eine Waffe und Patronen drin. Geht doch. Ja, ist auch noch ein Biker, nicht? Wir brauchen auf jeden Fall die Erfahrungspunkte. Das ist immer nicht so verkehrt am Anfang. Und wir müssen sehr viel Holz schlagen. Wir haben keine Pfeile mehr. Man muss auch manchmal hinter sich gucken. Was ich bei dem Spiel, aber auch bei anderen Spielen, ist mir ein bisschen zu laut noch, ein bisschen blöd finde, ist immer die Reichweite. Ich kann das immer ganz schwer einschätzen, ob ich jetzt jemanden treffe oder nicht. Ja, komm, das... Na, Essen... Ja, die Rohre können wir erstmal hier lassen. Ja, komm, die paar Dukes. Eisen. Das Plastik. Ja, das hier. Federn brauchen wir. Nähzeug. Ja, komm, die Waffe brauche ich auch nicht. Was gut ist, die Aufgabe ist auch relativ dicht dran. Beim letzten Spiel schon muss ich halt 500 Meter rennen, immer wenn er was wollte. Gleich schon bei der ersten Quest. Können wir noch ein paar Pfeile machen vielleicht? Ja. Was fehlt uns für Pfeile? Nur Federn, okay. Ein Level 1 Haus. Finde ich übrigens sehr gut, dass das angezeigt wird. Am Anfang dachte ich so, boah, man weiß ja gar nicht, ob das schwer oder leicht wird. Aber steht ja da. Und jetzt müssen wir hier drin Vorräte suchen. Und nicht die Besitzer des Hauses wecken. Aber können natürlich auch Sachen looten. Auf jeden Fall wichtig und richtig. Und am Anfang nehme ich jeden Müll mit, nicht? Egal, ob sinnvoll oder nicht. Da oben ist noch was. Da ist ein Hebel. Wow. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier uns reinsneaken. Wahrscheinlich laut und durch die Tür. Oh, Messer. Auch sehr wichtig. Dann brauchen wir nicht das Knochenmesser. Dann können wir das eigentlich zerlegen. Ich glaube, es gibt einen Erfolg für... Noch ein Messer. Manchmal schießt er den ersten einfach los. Das nervt mich ziemlich. Boah, sag mal... Hey, sie lebt noch. Ja, sie lebt noch. Das Gute ist, oft kann man ein paar Pfeile wenigstens von den Zombies zurückbekommen. Na gut, komm. Der Tag wird nicht jünger. Wir müssen uns auch irgendwo einquartieren.
Ja, sag mal. Auf jeden Fall erstmal wegrennen. Bei solchen Geräuschen. Oh ja. Oh, Wasser und Nahrung. Was ist das für ein Traumspielstand gerade? Hier ist sogar eine Kartoffel drin. In meinem letzten Spielstand war da immer Lederfetzen oder nur Fetzen. Wahrscheinlich sterbe ich dafür sofort. Ja, also hier Knochen nicht. Sowas hatte ich auch im letzten. Aber Eimerwasser ist besser als Keimerwasser. Ach du Scheiße. Das ist der Schalter. Auf jeden Fall unter der Treppe. Da sind immer welche. Ist das keiner? Ach, das ist ein Zombie-Kopf. Da. Okay. Oft auch über einem. Oder auch ganz gerne und sehr oft in Schränken. Da oben drin. Da wird auf jeden Fall einer drin sein. Können wir ein bisschen Krach machen. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal über Ausgänge. Ich glaube, das sind die unten drunter. Oder oben drüber. Oben drüber geht nicht, okay. Dann können wir ihm ein bisschen helfen. Natürlich, genau vorbeigeschossen. Mann, also wirklich. Hätte er wenigstens die Tür für uns aufmachen können. Ah, von hier kommt man auch in den Keller. Oh, Papier in der Toilette nur. Hätten ja wenigstens Wasser drin lassen können. Also ich höre sie, aber ich sehe sie die ganze Zeit nicht. Da. Natürlich vorbeigeschossen.
Solange die nicht von hinten einen in den Rücken fallen, geht's eigentlich immer. Ist da oben noch was? Oh ja. Aber auch nur Schrott, 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 Schrotti, Schrott. Waren das jetzt alle? Oh, ein Buch. Können wir auf jeden Fall lernen. Papiergeld. Ja, können wir zerlegen, nicht? Dann müssen wir es nicht mit rumtragen. So, und das Ding sagt aber, wir müssen nach oben dafür. Ah. Und sogar noch höher. Ach du Scheiße. Na, wo kommt sie? Kein Zombie? Und so viel Essen. Und noch mehr Bücher. Sehr gut. Ich würde auch sagen, das wird unser Haus für die erste Nacht, oder? Weil viel mehr bleibt uns ja gar nicht übrig. Jetzt haben wir Durst. Aber ich glaube, hier ist schon gar nicht schlecht. Das Haus ist nur ein bisschen zu groß. Ah, super, kaputt. Kann ich es reparieren? Oh ja, das wäre jetzt blöd gewesen. Man muss nämlich seine Werkzeuge regelmäßig reparieren. Da ist die Tasche. So. Gucken natürlich noch, was da drüben ist. Die zum Beispiel, die mich super erschreckt hat. Hier ist doch noch ihr Buddy. Natürlich. Die einzige Lücke. Wo kommen wir denn dahin? Ah! In die Garage. Sollte man auch reinkommen können. Und das ist klar. Ich glaube, wir haben alles soweit. Ja, hier ist sogar noch besser, nicht? Als auf der anderen Seite. Dann gehen wir zum Händler. Wo ist der Gute? Ja, ist ein bisschen sehr, sehr groß, was man da drumherum bauen müsste. Mal gucken, wo wir uns was aufziehen werden, nicht wahr? Aber ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Wir sehen uns zur nächsten wieder. Da werdet ihr sehen, was wir beim Händler verkaufen und bekommen. Bis gleich.